meine Freunde, was geht, was geht, was geht? Ich habe hier ein Video entdeckt, Sami Real Talk zum Beef mit Afra. Ich habe das Video jetzt nicht bei Sami direkt oder bei De La Rue TV gefunden. Keine Ahnung, richtiger Nafri. Ja, auf jeden Fall bist du ein richtiger Nafri, Brudi. Fuchs, halb Ratte. Wir ziehen uns jetzt einfach mal dieses Video rein. Mit diesem Arfa, 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 Arfa. Hab das Handy am Ohr, Bruder, ich mach die Haramis in meiner Gegend, grüß mal mit Salam Aleik. Richter stellt Fragen auf Bolschons Ache. Ich bin mehr Straße als Tom Tom Navi. Navis. So, Chat. Was geht Diese ab? Beams. So, ich bin da. Also, ich hab grad mit Arfa geredet. Ihr wisst, guck mal, wir müssen kurz hier eine Ansprache halten, ja? Also, ja, Digga, es ist immer ein bisschen komisch, aber man muss das einfach sagen. Passt auf. Ich bin jemand, ein gewisser Ruf eilt mir voraus. Bruder, das kenne ich nur zu gut, Alter. Das kenne ich nur zu gut, mein Freund, Alter. Das kenne ich zu gut, Brudi, Alter. Selbst jetzt, wo ich Familie habe und so und alles ruhig und gediegen und locker geworden ist, kommt es immer wieder zum Vorschein, dass ich mal manchmal behindert bin, Alter. So richtig auf Behindi, Sondi und so, Alter. Brr. Okay? Ich war früher ein bisschen anders so. Okay? Ein gewisser Ruf eilt mir voraus. Und Leute haben am Anfang hier reingeschrieben, Alpha hat dich beleidigt, Alpha hat das, das, das. Und ich kann sowas nicht auf mir sitzen lassen. Dieser Alpha ist der, wo bei diesem Pumping Monkey, ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe, ja, ich will ihn nicht beleidigen. Ich glaube, der Bruder kommt auch aus Frankfurt. Der ist irgendwie immer bei dem, irgendwie mit dem Bild. Ich weiß nicht wieso. Welche Rolle er da spielt. Aber auf jeden Fall geht es um den. Falls das so war, ja. Ich habe ihn direkt geschrieben, sozusagen, wir gestreamt Corona haben. lässt grüßen, Allah. Was los? Alles gut? Dann habe ich ihn angerufen und er hat gesagt, er hat mich nicht beleidigt. Er hat gesagt, er hat nichts gegen mich. Und er hat ganz normal geredet und er hat mir gesagt, zeig mir, ich habe nichts Schlechtes gesagt. Und Bruder, er hat ganz nett geredet. Ich bin auch niemand, der irgendwas gegen Alpha hat, ja? Bruder, ich bin jemand, ich suche keinen Stress, versteht ihr, Chat? Ja? Ola, ich suche keinen Stress. Ich habe eine Tochter, Bruder, ich bin aus dem Alter raus. Aber Bruder, ich will respektiert werden. Und wenn ich nicht respektiert werde, dann gibt es eine andere Seite, die auch so ein bisschen Ding. Versteht ihr? Aber Alpha ist jemand, der mich respektiert. Also kein Beef, kein gar nichts, kein nichts. Und ich muss euch sagen, Chat, muss ich auch kurz anmerken. Guck mal, es ist auch ein bisschen eure Schuld, ich sag euch ehrlich. Versteht ihr? Ihr habt mir reingeschrieben, er hat mich beleidigt, er hat so und so und so. Und ich lese die Sachen so. Und in mir kommt so ein Ding, versteht ihr so? In mir kommt so ein Hagra. Ich habe so ein Ding, so, versteht ihr? Und ich muss dann, und ich schreibe dann direkt hier, was geht ab, versteht ihr? Und ja, mir wird warm direkt, verstehst du? Ich kenne das, Bruder. Nicht warm, Bruder. Kochen. Kochen die gerne. Darum. Guck mal, er hat mich nicht beleidigt. Er hat mir gesagt, Bruder, such mir irgendwo raus, wo ich dich beleidigt habe. Ich habe dich nirgendwo beleidigt. Dies, das, dies, das, dies, das. Ja? Also mach kein Mist, Chat, weil ich bin auf sowas sehr anfällig. Gerade wenn jemand aus meiner Stadt kommt und hier nicht weit von mir entfernt wohnt und wo ich das ganz schnell hab, dahin zu kommen, macht kein Fitner bitte. Ja? Macht kein Fitner. Dann brauchst du die Leute auch nicht zu bannen. Das Problem ist, Bruderherz, falls du das sehen solltest, du weißt, du hast viele Zuschauer, die dich feiern, die minderjährig sind, die, keine Ahnung, 14, 15 sind, ja.
Du kennst das selber von uns. Du bist Frankfurter, ich bin Frankfurter. Wir haben damals auch gestichelt in der Schule. Wey, yo, Bruder, der Hurensohn gesagt, wey, yo, diese Fitner machen, wie du schon sagst, Bruder. Aber, Digga, egal, du hast angerufen, du hast geklärt, fertig, respektvoll miteinander geredet. Aber du weißt, wie es ist, Bruder. Jetzt, du darfst auch nicht alles glauben, was da im Chat geschrieben wird. Du bist auch ein erwachsener Mann und Familienvater, so wie ich mitbekommen habe, Bruder. Deswegen lass dir kein Auge machen von diesen manchen, diese. Ich hab's euch, jetzt sage ich euch ja, und wenn ihr das danach macht, dann ist eine andere Sache. Aber jetzt sage ich euch ja, macht keinen Fitner. Verstehst du, ich will mich eigentlich bessern. Ich möchte aus diesem alten Sammy weg. Ich möchte Peace und Subs. Aber na, komm, macht mir nicht diese Dinge in meinen Kopf rein. Verstehst du, ich will mit Leuten nicht streiten. Ja, ich will mit Leuten nicht streiten. Ich kenne das, Bruder. Das Problem ist, dein Ruf eilt immer wieder voraus und das ist wie bei mir, Bruder. Wenn mich immer erst auf der Straße sieht, die kontrollieren meinen Namen, die sagen, aha, du warst so und so lange weg, du hast dies und das gemacht und immer wieder. Weißt du, selbst wenn das Bullen sind, die dich 10 Jahre nicht gesehen haben oder neue Bullen sind, keine Ahnung, diese Ein-Sterne-Spastis, diese Anwärter, die gucken dann, die machen erstmal, oh und so, diese, weißt du? Und dann redest du mit denen cool und Bruder, danach sind die auch ein bisschen mit dir cool, außer die fucken dich ab, Allah, und dann normal, dann kommt wieder dieser Alter, diese Behinderte raus, Allah. Das ist mir wichtig. Ich möchte nicht mit Leuten streiten. Ja. Darum, ich küsse eure Augen. Er hat gar nichts gemacht. Und ich küsse eure Herzen. Wir waren bei drei. Okay? Dreimal lächeln. Was hat er gesagt? Er hat zu mir gesagt, Bruder, ich habe nichts gegen dich gesagt. Er hat mir erklärt, wie das abgelaufen ist. Er hat gesagt, ich habe nichts gegen dich gesagt. Er hat gesagt, ich habe auch deine Jungs angerufen. Ich habe denen gesagt, dass ich nichts zu dir gesagt habe. Und Bruder, ich glaube ihm. Die Sache ist, ich habe auch nichts gegen ihn. Versteht ihr? Wallah, ich habe auch nichts gegen ihn. Für mich, ich hole ihn sogar hierher. Wallah, ich hole ihn hierher. Ich sage ihm in sein Gesicht, ey, diese, was du da machst und das, was du da machst, ist nicht korrekt. Aber ich habe nichts gegen ihn. Ja, nicht so. Für mich, ich bin so. ABK hat was gegen ihn. ABK mag ihn nicht. Das weiß er auch und damit muss er auch leben. Das kann er auch nicht ändern. Und er wird auch ABK nicht beleidigen. Das erlaube ich ihm nicht. Das lasse ich nicht zu, sage ich mal. Okay? Weil ABK beleidigt ihn auch nicht. Okay? Und Ja, das stimmt. Ich habe diese Live-Folgen von euch gesehen. ABK hat was gegen ihn. Ich meine, ich finde auch nicht alles gut, was dieser Afra oder Arfa, wie der heißt, macht. Dieses Aufmerksamkeit-Defizit da in die Kamera schreien, so richtig auf Sondi, Alter. Aber ich glaube, der Junge, dieser Afa, ist bestimmt so privat, ist der bestimmt ganz cool, ganz korrekt. Man kann mit dem bestimmt viel lachen. Der ist bestimmt auf behinderte Kopf wie wir. Aber ja, wie gesagt, ich teile auch nicht jede Meinung oder jedes Wort, was der da in den Videos von sich gibt. Deswegen kann ich Sami da gut verstehen, wenn er da sagt, ich stehe zu dem, was mein Freund ABK sagt. Und ABK hat seine Meinung. Und ABK ist ja auch keiner, der auf den Kopf gefallen ist. Ja. Und keine Ahnung. Der ist zwar auch mit diesen paar behinderten Leuten unterwegs, ist auf diese Spasti-Schiene, aber seine Meinung muss man akzeptieren und das ist gut so, dass Sami dem auf jeden Fall den Rücken deckt. Das ist Freundschaft. Und es geht, guck mal, er kann ABK doch auch nicht mögen. Das muss ABK auch zulassen. Wenn Arfa sagt, ich mag ABK nicht, dann ist das so. Und wenn ABK sagt, ich mag Arfa nicht, dann ist das so. Versteht ihr? So, solange keine Beleidigungen sind, weil ich lasse keine Beleidigungen zu und Beleidigungen gehören hier auch nicht hin. Beleidigungen gehören hier auch nicht hin. Weil da schreiben Leute Sachen rein, Wörter rein, zum Beispiel wie Haarsohn. Er hat zu dir Haarsohn gesagt. Und Arfa weiß, er kann diese Wörter nicht tragen. Und er will sie auch gar nicht tragen. Und so Wörter sagen wir nicht. So Wörter sagen wir nicht. So Wörter führen nur zu schlechten Sachen. Okay, Chat? Darum. Offiziell kein Fitner mit Arfa. Kein Fitner mit Arfa. Okay? Aber Bruder, mach mal Fitner mit Babak Chambas.
Babak Chambas hatte ich irgendwo erwähnt, von wegen Sami so, ohne jetzt Fitna zu machen, Bruder. Aber ich weiß nicht mehr in welchem Video. In irgendeinem Video darauf habe ich auch reagiert. Dieser kleine Kelp, Alter. Bisschen off mit 1 Euro, was, sei ehrlich, was gibt's, was nimmst du für einen Feed? Ich gebe dir 1K und wir filmen in Marokko. Ist zu wenig, Cousin. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Augen, Chicks, wirklich. Ja, bitte kein Fitna. Ich küsse eure Herzen. Ich wünsche euch einen schönen Leben. Inshallah kommt dieses Video. Inshallah gefällt euch dieses Video. Okay, ja. Ja, Sami hat auf jeden Fall recht. Und ihr müsst das auch akzeptieren und macht nicht sinnlos Fitna. Der Mann ist Familienvater, der hat seine Frau, der will auf Halal-Basis sein Geld machen. Völlig akzeptabel, kann ich vollkommen verstehen. Geht mir nicht anders. Ich bin auch damals ekelhaft unterwegs gewesen, habe dafür meine Strafe abgesessen und wie gesagt, ich bin auch Familienvater und versuche einfach nur auf locker das Leben zu genießen. Zwar verdiene ich kein Geld mit YouTube, so wie Sami ABK. Okay, ABK ist dick Minus, aber ich gönne dir Sami. Bruder, jetzt Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest. Und bleib stabil, bleib gesund. Und richtiger Nafri, ich weiß nicht, wer richtiger Nafri ist, Bruder. Aber er macht Werbung für Sami und ABK, das ist gut, Alter. Das ist gut. Das ist gut. Ich hier für deinen Algorithmus, Bruder Herz. Und einmal abonnieren und Glocke aktivieren, Bruder Herz. Ich küsse doch dein Auge. Leute, haut mal rein.